Hey Leute, und willkommen zum weiteren Video zu Rocket League. Jede Season gibt es zwei bestimmte Angebote im Shop. Und zwar einmal das Season 11 Rookie-Paket. Da sind halt meist einfach Müllgegenstände drin. Sorry, kein Hate. Und einmal das Season 11 Elite-Paket. Und das Elite-Paket ist in der Regel interessant, weil bei diesem Paket machst du meistens allein hochgerechnet plus so gesehen. Wir haben hier einmal Meteoritensturm in Rot. Diese Torx-Version kostet ungefähr 1000 Credits, das Angebot hier kostet 9 Euro. Also alleine das rechnet sich dann schon, du kriegst halt Meteoritensturm plus, hier noch dann die Spur, Sonnenstrahl in Schwarz, einmal diese Reifen und einmal hier ein Dominus in Blau. Mein Problem ist nur, es passt farblich einfach nicht zusammen. Ich weiß nicht, warum man sich nicht einfach Meteoritensturm ertraden soll, dann kannst du das ja sogar noch tauschen. Das Ganze sieht doch übrigens so am Wagen aus. Also ich will es nur mal reinwerfen. Ein blaues Auto mit grünen Reifen. Ich habe nicht die Vision dafür. Ich bin vielleicht ein Hater, aber ich habe nicht die Vision. Vielleicht, wenn ich hier den Wagen auch grüner mache, vielleicht. Ah, maybe, aber hier kann ich grün nicht machen. Ich als sekundäre. Ich finde, das wird nicht besser. Deswegen, ich verstehe nicht ganz, warum ich das Bundle holen soll, wenn der optisch nicht so richtig zusammenpasst. Wer sich das holen will, darf gerne meinen Creator-Code Wadabson hier eintragen. Es ist nach wie vor sehr nervig, dass man den alle 14 Tage neu eintragen muss. Es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was her, dass ich Dominus gespielt habe. Ich habe jetzt ja sehr diszipliniert den Octane gespielt. Ich habe auch von anderen gelesen, die meisten Spieler sind nach meinem Kenntnisstand, die meisten Spieler sind noch nicht auf den Rang, wo die waren als Season... als die letzte Season noch lief. Es ist trotzdem ein bisschen Pain. Okay, ich habe meinen Namen auch wieder geändert. Um mein Team deutlich zu machen, dass der hintere Pfosten der Freund ist und nicht der Feind. Und wir fangen natürlich auch direkt an mit dem roten Auto, was schlechter aussieht. Das andere ist ja wirklich grün-grün, das sah besser aus. Ja, wir haben jetzt eine Minute gespielt und ich habe Lust, das Spiel zu deinstallieren. Ist aber nicht passiert. Das ist ein Spiel von mir. Ihr könnt euch auch sehr gerne ein Abo da lassen. Nur die Hälfte aller Zuschauer von diesem Video haben überhaupt abonniert. Mit Content haben. Ja. Nee, ich will deinstallieren. Ich will das Spiel. Aber nicht bei mir. Bei meinem Teammate. Nein, das ist nur ein Witz, Wir haben alle mal schlechte Spiele. Ich muss aber sagen, im Vergleich mit den anderen Angeboten der letzten Seasons, das ist schon das Schlechteste bis jetzt. Allein optisch passen die Gegenstände nicht zusammen. Im Preis-Leistungsverhältnis hattest du vorher auch bessere Deals. Also vorher bei den Deals, da hast du wirklich so gesehen 10 Euro, 20 Euro sparen können. Hier bei dem Angebot sparst du halt vielleicht, keine Ahnung, 5 Euro oder so. Wir sind wieder Team Rot. Kann ich mal bitte Team Blau sein, wo der Wagen geiler aussieht? Ich könnte bei Buggers Mode einstellen, dass ich immer die blaue Teamfarbe habe. Aber das wäre ja irgendwie auch Schummel. Easy. Ich finde, wir müssen übrigens von einer Narrative wegkommen. Und zwar, ich sehe immer wieder Posts und Tweets und was auch immer, wo Leute sagen, ey, dass die Teammates schuld sind an den Niederlagen, das stimmt nicht. Die zufälligen Teammates sind alle gut, es liegt an dir, es liegt an deinem Spielstil. Es ist vollkommen okay, meiner Meinung nach, festzustellen, dass es manchmal doch an den Teammates liegt. Das ist okay. Und wenn du gut in Form bist, kannst du natürlich auch besser ausgleichen, wenn der Teammate mal nutzlos ist. So, das verstehe ich, das Argument. Aber mich nervt es natürlich auch trotzdem, beziehungsweise es ist generell einfach frustrierend, dass du nur aufsteigen kannst, wenn du wirklich krass overperformst. So, wenn du einfach gut spielst für den Rang, ist das nie gut genug. Du musst immer komplett overperformen, weil die meisten Leute und die Teammates oft Dreck sind. So. Warte nicht. Komplett in die Mitte vom Tor, unhaltbar für ein Teammate. Einfach einen Doppelsprung machen und jeder Platinspieler hat den. Und ich gebe dabei auch jetzt nicht nur den Teammate die Schuld. Ich will halt nur nochmal dieses komische Mindset aufklären von den Leuten, die halt sagen, oh, was? Da passt man nicht gut. Von Leuten, die halt sagen, oh, die Teammates haben nie Schuld, das sind alles Engel, so, ja, weiß ich jetzt nicht. Doch, Tor Nummer 3. Oh, Konter, Open Net. Hätten auch einfach gerne genommen. Aber der Teammate war sich, glaube ich, auch nicht ganz sicher, ob ich vielleicht hingehen soll oder nicht. Deswegen hat er einfach dann sein Dribbling durchgezogen. Ich habe ihn aber gelassen. Der war nicht dafür im Pass, ist aber okay. Bin ich nicht am Jammern. Check den. Ah, schade.
Okay. Hat mir gepasst. Der Fake hat nicht so geklappt. Also, ich wollte einen Faken. Ich glaube, ich habe ihn auch leicht ausgefaked. Aber er war trotzdem noch in Position. Gut ist, dass ich das mit Buckets Mod mache. Das heißt, ich habe da jetzt noch nicht Geld für ausgegeben. Ich finde es einfach nicht stimmig genug, um das zu kaufen. Wenn es ein... Nice, da ist es. Die Sorgsmod ist nice. Aber wenn es halt ein stimmiges Angebot wäre, dann hätte ich mir das sogar gekauft. Schuss war by the way schlecht. Genau in die Mitte. In die Laufrichtung. Also war doppelt bad. Sippo ist bei mir im Team. Und guck mal, welche Farbe ich bin. So eine... Ah, der Touch war doof. Mochte ich nicht. Aber zum Glück spielt der Teammate mit. Der Gegner mit. Boom. Klaus. Ich habe ihn fast nur selber gehalten. Ja, okay. Ich mag den Dominus nicht. Der war fast gut vom Gegner. Was? Gerammt. Open net. Let's go. Sehr gut. Den kaputt machen. Oh. Ich meine damit übrigens auch nicht, um den Punkt von Minuten auszuführen, dass alle Teammates schlecht sind. Mir geht es halt nur um diesen Mythos, dass die zufälligen Teammates nie schuld sind. Dass das nie ein großer Faktor ist. Das sagen auch manche YouTuber. Und dann guckst du eine Smurf-Reihe von denen an, wo die als Grand-Champ oder halt SSL-Spieler irgendwie in Champions spielen. Und dann verlieren die trotzdem halt manche Spiele in Champions 2. Wie kann das denn sein? Wenn die eigentlich vier Ränge drüber sind. Kann das nicht an den Teammate teilweise liegen? Teammate jetzt solide. Der hat den Ball zwar in die Mitte gepasst, ohne Grund, aber bis auf den Move solide. Nochmal easy. Naja. Gegner haben jetzt gut Druck gemacht, letzten 40 Sekunden. Könnte doof sein in der Verlängerung. Nochmal ist eine Mitte, ne? Ja, wird eine Mitte sein. Nicht berührt, aber die Intention war richtig, das akzeptiere ich dann schon mal. Aus meiner Sicht. Das war nicht gut. Aber der Gedanke, den ihm jetzt zu spielen, war richtig. Die Ausführung war nur nicht gut. Knapp geht nicht. Du musst deutlich besser sein, um wirklich eine Siegesserie zu starten. Alter, ich stelle jetzt mit Buckets Mod die Farbe richtig ein. Das ist ja. Okay, ich habe jetzt hier blau-grün gemacht, passend zum Reifen, passend zum Auto. Ich denke, das passt. Ich denke, das ist okay. Und genau jetzt die Runde bin ich Team Blau. Weil Team Blau hatten wir ja die coolen Farben, wo man das Auto richtiger sehen kann. Wir waren immer Team Rot. Ich bin wieder Team Rot. Ich war jetzt 4 Spiele, ne? Oder 5? In jedem Spiel war ich Team Orange. Verstehe ich rational nicht mal, wie das sein kann. Warum das jedes Mal so ist. Genau die Farbe, die du nicht willst, hast du jedes Mal. Das ist immer so. Achtet da mal drauf, ernsthaft. Es war natürlich auch sehr dumm, da zum Mittenbus zu gehen. Aber ich glaube, er hasst sich eher selber und nicht, dass ich ihn lassen soll. Ich hab ein Leck gehabt. Das war Glück. Doch, hat er nur reingekriegt. Ich weiß nicht, ob ich da zu viel hinein interpretiere, aber ich empfinde das immer ein bisschen als Arroganz zu sagen, ah ja, kein Problem. Habe ich geil gemacht, ne, kein Problem. Jetzt zum Beispiel, er will faken, er sagt aber, dass er faken will. Das akzeptiere ich. So, wenn du am Anfang nicht gehst, call das, kommuniziere das mit dem Teammate. Wichtig, meiner Meinung nach. Schade. Immer auch zu hart gespielt im Pass. Schwing. Oh, der geht. Ich finde ja, solche Bälle sehen mit dem Dominus viel cleaner aus als mit einem anderen Auto. Weil da so ein normaler Touch. Ich weiß nicht, sieht irgendwie butterweicher aus mit so einem Wagen. Mit den Octane sehen die immer so ein bisschen härter aus. Okay, dann haben jetzt alle den Ball falsch eingeschätzt. Gut. Und daher. Die Mädchen haben. Okay, ich mach den. Der muss schon aufs Tor gehen. Eigentlich, also. Der muss schon reingehen. Der geht jetzt. Die geben wir auf. Haben aufgegeben. Torx-Vision ist nice. Muss ich sagen. Also, die in der Farbe Rot. Ist eine schöne Torx-Vision, ist auf jeden Fall ein Upgrade auch zum normalen Meteoritensturm. Das sieht cool aus. Ist halt die Frage, ist ein das 10 Euro wert? Ja, nein. Okay, mein Teammate hat irgendeine... Ich melde den. Und dann roasten die meinen Teammate. Wie können die denn zurückfeuern? Die wurden jetzt zerstört. Was erlauben die sich? Aber ja, das ist das Angebot. Wie ist eure Meinung dazu? Sagt ihr cool? Sagt ihr uncool? Sagt ihr mittelmäßig? Ich finde, in der Farbkombination sieht's cool aus. Aber alle anderen Kombinationen... Weiß ich nicht. Müsst ihr selber wissen. Bis zum nächsten Mal, Leute.
Bis dahin und ciao.